Liebe Freunde der Naturkunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem nächsten Video über Corona. Wir befinden uns jetzt gerade wirklich, vielleicht, ich hoffe, auf dem Höhepunkt der Erkrankung. Wir haben heute den 21.03.2020 und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wir haben in Deutschland im Moment 19.848 Infizierte und 68 Tote. Das ist in absoluten Zahlen furchtbar, in relativen Zahlen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und zu den Toten im Vergleich zu den Infizierten relativ immer noch wenig. Aber wir machen uns Sorgen und wir machen uns nicht nur Sorgen, sondern ja, wir haben fast Panik. Jeder hat es mitbekommen, Klopapier ist ausverkauft, Nudeln sind ausverkauft. Der Umsatz von Corona-Bier geht in den Keller. Ja, und darum möchten wir heute mal reden, nicht über Händewaschen und nicht über sozialen Abstand, das ist alles gut und richtig, sondern auch nicht über Nährstoffe und was wir selber für unser Immunsystem tun können, das ist alles wichtig, aber was können wir denn selber für uns mental tun? Wie können wir mit den Sorgen, den Ängsten, vielleicht der Panik umgehen? Und da habe ich mir einen sehr kompetenten Interviewpartner gesucht. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Dr. Franz Sperlich. Er hat eine Praxis in Bremen, ist niedergelassener Arzt dort und er ist Keynote Speaker und er ist noch, ja, kann man das so sagen, Mentaltrainer, gibt es auch Kurse für den besseren Umgang. Vielleicht stellst du dich selber noch vor und umschreibst es noch ein bisschen präziser. Herzlich willkommen, Franz. Danke, Volker. Herzlich willkommen hier auch aus Bremen. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ich denke, das trifft es ganz gut. Ich habe meinen eigenen Lebensweg über die Hirnforschung in die Medizin genommen und insofern interessiert mich das Organ besonders und natürlich auch, wie es funktioniert. Und da sind wir letztlich genau schon beim Punkt, denn alles, was man tut, hat ja die bekannten Wirkungen und Nebenwirkungen. Und das, was gerade passiert, um diese Corona-Ausbreitung einzudämmen, hat natürlich massive soziale Folgen. Wir haben Angst vor dem Virus, aber wir merken natürlich auch, wie sich das anfühlt, plötzlich nicht mehr so in seinem normalen Trott im Lebensalltag zu stehen. Und das macht vor allen Dingen eins, nämlich Gefühle. Ja, Gefühle, da sind wir auch schon beim Thema. Wenn man sich nämlich unser Gehirn mal anschaut, ich habe mal hier so ein Trockenexemplar mal mitgebracht. Also unser Gehirn ist ja keine neue Erfindung, sondern das ist über Jahrhunderttausende so zu dem geworden, was es jetzt ist für uns Menschen. Und ein Großteil dieses Gehirns, das wir halt haben, ist letztlich ein ganz, ganz archaisches, altes Gehirn. Nur die modernsten Anteile, die wie so eine Badekappe oben drauf liegen und hier im frontalen Bereich natürlich auch viel Effekt dann an Veränderungen erzeugt haben, die sind vielleicht für das Rationale zuständig. Der ganz große Teil unseres Gehirns ist sehr emotional. Und das merken wir dann, wenn wir etwas entscheiden oder beziehungsweise etwas tun, worüber wir uns im Anschluss handeln. Etwas machen, worüber wir uns im Anschluss wundern. Und zwar ein gutes Beispiel ist hier in Bremen, ein Kollege von uns, Volker, dem ist ganz am Anfang der Corona-Krise aus der Patiententoilette der Desinfektionsspender geklaut worden. Und zwar mit großem Aufwand, der ist wohl richtig losgeschraubt worden. Und das ist zum Beispiel jetzt so eine Sache, wo man so sagt, da hat jemand vielleicht so im Impuls gehandelt und hat gesagt, das nehme ich jetzt mit, dann bin ich sicher. Und wenn er dann also seine Beute zu Hause sich angeschaut hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich dann nach einiger Zeit gewundert hat, was er da überhaupt gemacht hat oder sie. Wer weiß, wer es gewesen ist. Ja, der Mensch handelt vielleicht nicht immer rational. Und wir wissen ja, Situationen sind manchmal gar nicht so schlimm, sondern die Art und Weise, wie wir eine Situation bewerten. Wir wollen, glaube ich, beide nicht Corona-Virus-Infektionen kleinreden und schönreden und verharmlosen, überhaupt nicht. Aber ich denke, wir haben so den Eindruck, es wird ein bisschen unvernünftig damit umgegangen. Und klar, die Leute auf der Straße können gar nichts dafür. Wenn ich jeden Tag in der Tagesschau und im Heute-Journal sehe, wie viele neue erkrankt sind, jeder einzelne Todesfall wird ja gemeldet. Ich habe immer überlegt, wie das denn wäre, wenn wir das bei Arzneimittelnebenwirkungen auch machen würden. Wir wissen, jeden Tag sterben auch etwa 30 bis 70 Leute an Arzneimittelnebenwirkungen. Jeden Tag, wenn da jeden Tag über jeden Toten berichtet würde, dann würden Leute keine Medikamente mehr nehmen. Also da ist irgendwo nicht mehr so die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Bei Krebsfällen, bei Herzinfarkten wäre es ganz genauso. Ja? Wir haben täglich auch so viele Herzinfarkte und Krebstote. Kein Mensch redet mehr darüber. Ich will jetzt nicht Ängste vor Herzinfarkt und Krebs schüren, aber
Wie können wir denn da mit der Verhältnismäßigkeit umgehen? Also ich glaube, ich will gar nicht über die Verhältnismäßigkeit sprechen, denn das, was wir gerade erleben, werden wir erst im Nachhinein beurteilen können, ob es verhältnismäßig war oder nicht. Und mit Sicherheit kann man auch sagen, dass da in vielen Ländern unverhältnismäßig wenig getan wurde. Wir lernen ja permanent aus dieser Situation. Ich würde gerne einfach über das sprechen, was du so vorhin gesagt hast, handeln wir vernünftig oder was macht das eigentlich hier alles mit uns? Und wenn man sich das mal anschaut, natürlich brauchen wir auch einen starken Grund, das Ganze zu tun. Und was wir gut kennen ist, wir kennen den Grund der Angst. Also wir machen etwas aus Angst. Und das ist ein möglicher Motivator, aber das ist nicht der beste. Also das weiß man zum Beispiel zum Thema Zähneputzen, wenn man Kindern versucht, Zähneputzen beizubringen, aus Angst davor, dass es dann Löcher gibt, das funktioniert nicht so besonders gut, sondern was besser funktioniert ist, dass man halt das Positive in den Vordergrund stellt. Und wir haben jetzt natürlich gerade in dieser Krise eine komplexe emotionale Herausforderung. Das Beispiel mit dem Desinfektionsspender mal jetzt wieder genommen. Wir handeln dann nicht rational, sondern aus einem Impuls heraus. Wir wollen uns schützen, wir wollen etwas intuitiv machen, was für uns gut ist. Wir sorgen dafür, dass wir Infektionsschutz haben, dass wir das Desinfektionsmittel bunkern. Dass das in der Praxis viel besser aufgehoben wäre, das steht natürlich außer Frage, wenn wir uns selber auch und andere Menschen schützen wollen. Soweit denken wir dann aber nicht. Und genauso ist es mit anderen Dingen, wenn wir jetzt isoliert sind. Es wird ja jetzt darüber auch gesprochen, die Ausgangsfreiheit zu beschränken. Das ist ja auch in einigen Bundesländern schon passiert. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch jetzt gerade in der Schweiz von der Diskussion her ist. Aber das sind natürlich massive Eingriffe und das macht uns auch Angst. Oder wenn ich war vorgestern nochmal einkaufen, wenn dort alles aus den Regalen geräumt ist, nicht weil es nicht da ist, sondern weil man einfach Sorge hat, dass Menschen das intuitiv einfach anfassen und zurückstellen. Beispielsweise die ganzen Deodorant-Flakons, die sind alle weggeräumt. Warum? Weil wir intuitiv uns das nehmen wollen, wir wollen es begreifen, wir wollen es anfassen und darüber kann sich natürlich so ein Virus ausbreiten. Und der Effekt, den ich aber habe, wenn ich dann in so ein leergeräumtes Geschäft hineingehe, dann macht mir das Sorge, weil ich das nicht gewohnt bin. Und genau diese Sorge wiederum, die macht uns Stress und Stress ist auf Dauer für unser Immunsystem ziemlich schlecht. Also es ist eigentlich eine ganz ungünstige Antwort darauf. Und wenn wir jetzt halt mal in die Zukunft gucken, dass das Ganze ja noch einige Zeit anhalten wird, dann ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, sich diese emotionalen Mechanismen einmal klar zu machen. Denn außer dem Stress, den ich habe, wenn ich eine solche Situation im Supermarkt habe, habe ich natürlich auch noch einen ganz anderen Stress. Ich selber habe zwei kleine Kinder, die sind seit letzter Woche Freitag zu Hause, nicht mehr in der Kita. Wir sitzen hier alle ziemlich dicht beieinander und auch das macht ja Stress. Also so schön es ist, mit Menschen dicht beisammen zu sein, wenn man dieselben Nasen 24 Stunden am Tag, jeden Tag sieht, dann macht das ja auch etwas mit. Und deswegen halte ich da einen Blick auf die Emotionen für ganz, ganz wichtig. Ich habe dir da ja mal schon mal so eine Folie geschickt. Vielleicht können wir die mal einblenden, dass ich da mal kurz was dazu erzähle. Ich beschäftige mich mit dem Gehirn, das sagte ich ja schon, aber natürlich auch mit der Funktionsweise. Und da benutze ich ein modernes System, was von Christoph Theile und Stefan Soest entwickelt worden ist. Also ein Circle of Emotion, den haben wir jetzt hier gerade mal eingeblendet. Und da kann man so ein bisschen mal einen anderen Blick auf unsere Emotionen werfen. Das sind die Basisemotionen, die dargestellt sind. Und zwar 7 Stück an der Zahl. Und diese Emotionen, die haben eine Wirkung auf uns. Und nicht nur eine Wirkung, sondern auch eine Funktion. Und das ist einfach in diesem Diagramm mal dargestellt, dass diese einzelnen Emotionen eine Wirkung haben. Und wir haben in der heutigen Zeit, wo wir uns ja als rationale Wesen begreifen, einen ganz anderen Blick auf unsere Emotionen, die sind weitestgehend störend. Du sagtest ja, wir handeln nicht immer rational. Das ist ja für viele eigentlich die Prämisse. Wir sind rationale Wesen. Wir wollen emotional gar nicht so viel entscheiden. Wir wollen rational entscheiden. Die Wahrheit ist aber ganz anders. Und deswegen ist es aus meiner Sicht halt sehr wichtig zu wissen, wie diese Emotionen zusammenhängen, wie dort bestimmte Mechanismen greifen. Und da ist dieser Circle of Emotion ein wunderbares Tool. Da sieht man verschiedene Emotionen und nicht alle davon gehört zu diesen Emotionen, die wir gerne haben. Es gibt ja durchaus Emotionen, die wir gerne haben. Wenn man sich da mal oben das anschaut, die grüne Emotion, dieses grüne Feld, wo dann auch Frieden steht, ganz genau die Ecke dort, das ist so diese Emotion des Ankommens und das ist das, wenn wir uns freuen. Also wir freuen uns, da zu sein, wir freuen uns, mit anderen Menschen zusammen zu sein, in der Familie beispielsweise. Das ist so diese
wunderbare Situation, wo man zusammen auf dem Sofa sitzt, vielleicht ein schönes Glas Wein in der Hand hat und der Abend wird immer später und später und man kann sich gar nicht trennen, weil es einfach so schön ist. Das ist eine ganz tolle Emotion, die wir sehr mögen, die für uns auch ganz wichtig ist. Und die wird vielleicht jetzt, weil wir unsere Freunde nicht so sehen können, wie wir das gewohnt sind, weil wir unsere üblichen Treffen nicht haben, weil wir vielleicht nicht in die Kneipe gehen können, wie wir es früher gemacht haben, da wird jetzt uns was weggenommen. Das fühlt sich nicht so gut an. Und gehen wir mal gleich zu einer weiteren Emotion, die jetzt gerade sehr aktiv ist. Das ist unten die rote Emotion, wo jetzt hier Sicherheit steht. Da geht es darum, unsere Aufmerksamkeit hochzufahren und sehr vorsichtig zu sein. Da ist ja auch das Vorsichtszeichen eingeblendet. Und das ist die Emotion, Sie raten es bestimmt schon, das ist die Emotion der Angst. Und die ist zurzeit sehr, sehr hochgefahren. Und dazu müssen wir einfach wissen, dass Angst eine Emotion ist, die für kurze, intensive Momente sehr gut funktioniert. Sie kennen das, wenn Ihnen beispielsweise beim Autofahren die Vorfahrt genommen wird, das alles langsamer abzulaufen. Sie haben eine unglaubliche Aufnahme aller Situationen drumherum. Sie haben eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Sie sind da in einem besonderen Zustand. Aber kaum ist das vorbei, merken Sie, wie viel Ressourcen Sie das gekostet hat. Ihr Herz schlägt schneller, vielleicht haben Sie schweißige Hände. Und das steckt Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes in den Knochen. Und gerade diese Emotion, die ja jetzt durch die vielen Nachrichten immer wieder hervorgerufen wird, die führt letztlich dazu, dass wir schneller erschöpfen und natürlich, wenn man jetzt mal die körperlichen Reaktionen sich anschaut, die da einhergehen, natürlich auch unser Immunsystem unnötig belasten. Denn zum Glück ist es ja so, dass wir uns über die Fernsehbilder nicht anstecken können. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich selber finde diesen Umgang mit Emotionen sehr wichtig, die hier dargestellt sind, um eigentlich in dieser Krise das Bestmögliche draus zu machen. Und da möchte ich einfach nochmal zwei weitere vorstellen, die dann eine wichtige Rolle haben. Und zwar, wir sehen hier einmal blau und gelb. Die möchte ich zusammen vorstellen. Einmal vielleicht die blaue Emotion. Da geht es darum, um die Freiheit. Also wie gesagt, alle Emotionen haben ein Ziel, um uns in bestimmten Situationen zu unterstützen. Und die Freiheit von etwas bedeutet natürlich immer auch ein Loslassen. Und das ist die Emotion der Trauer. Und davor haben wir alle in unserem Kulturkreis Sorge. Wir wollen nicht trauern. Das ist ja auch etwas, was sich vielleicht nicht so gut anfühlt. Aber sie ist absolut notwendig. Und nämlich um loszulassen, um vielleicht gewohnte Dinge loszulassen. Und auch wenn diese Zahlen, wie du vorhin schon sagtest, relativ gesehen vielleicht gar nicht so dramatisch sind. Ich höre immer in den letzten Tagen, ja, wir werden das alle überleben. Nein, es ist tatsächlich nicht so. Wir werden es nicht alle überleben. Es werden sehr viele Menschen überleben, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass über mehrere Ecken sie den einen oder anderen Menschen auch verlieren werden. Und das ist normal. Das Leben hat ein Ende und wir werden immer wieder Menschen auch verlieren. Und gerade Menschen, die älter sind, die geschwächt sind, wo so etwas passieren wird, das ist sehr dramatisch. Das sind unsere Großeltern, unsere Eltern vielleicht. Aber das wird im näheren Umfeld mit Sicherheit im Rahmen dieser Situation auch passieren und ist ja jetzt in Italien auch vielfach passiert. Und dafür hat uns die Natur etwas mitgegeben, dass wir nämlich den Verlust eines Menschen oder einer Situation auch loslassen können, indem wir nämlich genau das betrauern. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mehr aus dieser Angstemotion in eine andere Emotion kommen. Und dazu gehört als Zwischenschritt die Trauer, also die blaue Emotion, dass man durchaus auch mal trauert darum, dass viele Dinge, die wir für dieses Jahr ganz anders geplant hatten, Volker, wir hatten einen großen Naturkunde-Kongress auf Kos angeplant, der wird jetzt nicht stattfinden, darum, dass wir das durchaus betrauern, dass wir also diesem Gefühl einmal Raum geben, aber nicht, um dann in der Trauer festzustecken, sondern um dann den nächsten Schritt zu gehen, und der ist hier gelb dargestellt, um in die Vision zu kommen, um zu schauen, was können wir jetzt daraus machen. Und deswegen finde ich dieses Video auch großartig. Das haben wir jetzt ganz spontan gemacht. Du hast mich heute Morgen mir eine Nachricht geschickt, wollen wir das nicht mal machen? Und genau das ist ja jetzt möglich. Das wäre vielleicht vorher, weil wir jetzt gar nicht die Zeit gehabt hätten, nicht so möglich gewesen. Diese Situation setzt ja jetzt auch Ressourcen frei. Und wenn ich es schaffe, dann durch die Trauer das loszulassen, was ich mir vielleicht vorgenommen habe, und jetzt in einen neuen Aspekt zu starten, zu sagen, okay, das wird es verändern, das hat es vielleicht auch Positives, dann kann ich da jetzt aus diesem Alarmzustand wirklich endgültig heraustreten. Ich kann meine Angst und dann die Trauer beiseite lassen und wirklich schauen, wie komme ich wieder in den Blick nach vorne.
um dann wieder zu der grünen Emotion zu kommen. Nämlich, das ist der schöne Teil, ich habe selten so viel Zeit mit meinen Kindern verbracht. Wir spielen viel abends, wir haben Zeit für lange Geschichten, die wir uns erzählen. Und dann sind wir wieder in einem Bereich, wo es uns gut geht. Und das ist wieder dann für unser Immunsystem auch gut, weil wir uns gestärkt in Gemeinschaft und gut und sicher und aufgehoben fühlen. Dieser Circle ist ein Circle, weil er durchläuft, weil diese Emotionen sich gegenseitig die Hand geben. Aber es ist eine große Hilfe für mich, weil ich dann auch weiß, im Klientengespräch und für mich selbst natürlich auch in dieser Situation, wo stehe ich denn gerade und wo will ich hin? Also das heißt, ich muss mich nicht in der Angstemotion oder in der Trauer so festfressen, sondern ich kann die immer benutzen und weiß, es ist ein wichtiger Schritt. Ja, prima. Ich denke, ich möchte auch nochmal die Ratio ein bisschen ansprechen. Ich denke, es würden auch schon viele Ängste weniger werden, wenn wir uns wirklich die genauen Zahlen anschauen. Und soweit ich weiß, und die Zahlen werden natürlich am Ende alle nochmal korrigiert werden, können wir doch sagen, für junge Menschen bis in die 40er Jahre hinein ist das Risiko zu sterben wohl nicht größer als bei einer normalen Influenza-Grippe, jedenfalls nicht prinzipiell größer. Man muss zugestehen, das Risiko beginnt dann ab 50 zu steigen. Und wenn Vorerkrankungen da sind, auf jeden Fall Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, das muss man so sagen, das sind Risikopersonen. Auch Menschen, die unter Immunsuppressiva stehen, stark wirksame Medikamente, das Immunsystem beeinträchtigen. Diabetiker müssen mehr aufpassen und bei über 80-Jährigen ist das Risiko tatsächlich weit über 10%. Das muss man sehen. Und im Moment dienen die Maßnahmen ja nicht dazu, eigentlich um uns Junge selber zu schützen, sondern quasi aus Solidarität mit unseren Eltern und Großeltern, dass von denen möglichst wenig sterben. Das sind die Zahlen, die uns doch auch so ein bisschen Sicherheit geben sollten. Und ich denke, es gibt uns auch ein bisschen Beruhigung, dass doch in Südkorea und in China, wo es losging, dass da doch die Erkrankungszahlen deutlich abnehmen. Also die Maßnahmen sind wohl geeignet, die Krise in den Griff zu bekommen. Wir sind halt hier noch am Anfang, vielleicht sogar am Höhepunkt jetzt. Also das wird noch ein bisschen dauern. So viel zur Ratio, zur Sachlichkeit, zu den Zahlen. Aber die Emotionalität ist einfach viel wichtiger, weil die bewegt uns einfach mehr als nur nackte Zahlen. Also ich sehe das genauso. Man sollte sich diese Zahlen anschauen. Es ist auch überhaupt kein Grund, da Panik zu machen. Aber es ist so, dass unser Gehirn natürlich erst einmal fühlt, bevor es denkt. Und nehmen wir mal die Krise zur Seite, die Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, die ja sehr richtig sind aus meiner Sicht, die führen natürlich zu vielen weiteren Folgen. Also wir machen uns alle auch wirtschaftlich Sorgen. Wir haben Angst um unsere Existenz, vielleicht aus einer ganz anderen Richtung. Vielleicht ist es das, was bei jüngeren Menschen, die sagen, ach Mensch, die Infektion hat so arg erwischt, aber plötzlich kann ich meinem Job nicht nachkommen oder ich bin vielleicht bedroht, arbeitslos zu werden. Das sind natürlich auch stark emotionale Faktoren. Und auch da geht es darum zu schauen, wie ich damit günstig umgehe. Und ich habe ja tagtäglich mit Menschen zu tun in der Praxis, die durch eine Veränderung ihrer Lebenssituation emotional betroffen sind. Und diese Emotionalität können wir für uns nutzen. Das ist die eine Möglichkeit, wenn ich weiß, damit umzugehen, wenn ich die für mich rational erschlossen habe und dann einfach weiß, wie diese Dinge zusammenhängen. Oder aber ich kann mich natürlich auch in denen verfangen. Also es gibt viele Menschen, die in eine Angstsituation, in eine chronische Angstsituation kommen oder in eine chronische Erschöpfung, weil sie permanent in dieser Angst sind. Und man kann sich in allen anderen Emotionen auch in irgendeiner Form gewissermaßen verfangen. Und für mich ist der Circle of Emotion da eine ganz große Hilfe. Das Internet ist ja auch sehr geeignet, Ängste zu schüren. Ich kann mir wunderbare Videos heraussuchen, die mir ganz viel Angst machen. Aber ich bin ganz froh darum, dass es im Internet auch eine ganze Menge Videos gibt, die doch, die Angst völlig vertreiben, aber die doch ein bisschen die Sache relativieren. Ich habe heute Morgen gerade ein sehr schönes Video gesehen über Dankbarkeit. Also, dass wir doch dankbar sein sollen, dass die Luft jetzt plötzlich viel freier wird, viel reiner wird. Ja, China hat seit Jahrzehnten nicht mehr so eine gesunde Luft gehabt wie heute. In italienischen Häfen schwimmen mittlerweile wieder Delfine. Und die Menschen, auch wenn sie jetzt in den Wohnungen vielleicht isoliert sind, aber es sind doch irgendwo eins. Also es schafft doch Solidarität und Einigkeit. Und eine andere Sache neben der Dankbarkeit, die ich sehr positiv finde, ist auch Humor. Es gibt im Moment ja eine ganze Menge an Cartoons und an kleinen Animationsfilmchen, die laufen,
die, ich will nicht sagen, sich über die Situation lustig machen, aber die mit einem Lachen über die Dinge, wie wir damit umgehen, doch auch diese Sorgen ein bisschen relativieren. Ich freue mich immer, wenn ich solche Videos sehe, denn Humor, Lachen ist immer gut gegen Angst geeignet, ohne dass wir jetzt die dahinterstehenden Sorgen völlig verdrängen müssen. Also das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht um die Verdrängung. Es geht darum, einen anderen Umgang zu finden. Und Humor ist da großartig. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns, um einmal aus so einer festgefahrenen Situation wieder herauszukommen. Und da sind wir natürlich von unserer rationalen Seite, gerade wir in Westeuropa, vielleicht wir Deutschen besonders, auch gefährdet, weil wir so denken, wir müssten jetzt trauern und dann auch in so einer Trauer feststecken oder wir müssten jetzt das Ganze mit Angst bewältigen. Da ist natürlich Humor eine großartige Sache. Also Humor ist meines Erachtens der ideale Punkt, wenn wir es schaffen, das Ganze halt augenzwinkern zu machen und damit jetzt nicht in eine Verharmlosung oder irgendetwas zu kommen, sondern einfach zu sagen, wir nehmen die Situation einfach mal ein wenig auf die Schippe, um die eigene Perspektive auch verändern zu können. Nun hast du ja vor kurzem ein Buch geschrieben. Ich denke mal, als du das geschrieben hast, war noch nicht von Corona die Rede gewesen. Aber es passt, glaube ich, ganz gut dazu, weil auch da haben wir Probleme, mit denen wir fertig werden müssen. Und ich finde es auch ganz toll, dass es so einen humorigen Titel hat. Ich kann es ja nochmal einblenden und dann kannst du gerne nochmal sagen. Ich habe es direkt gleich mal da, aber du kannst es auch dort zeigen. Ja. Wir können es auch live einblenden gewissermaßen. Genau, das ist es. Das gehört mit zu dieser Arbeit, die ich hier mache, zu diesem Aspekt, dass man sagt, hallo, was ist eigentlich ein Problem? Wir haben natürlich jetzt gerade eine ganz besondere Zeit. Wir haben ein gesellschaftliches, ein weltgesellschaftliches Problem mit der Corona-Krise, mit allen möglichen Folgen. Aber wir Menschen, wir brauchen auch Probleme, an denen wir uns abarbeiten können. Also ich habe natürlich nicht mit diesen Dimensionen gerechnet, was da jetzt da ist. Ich habe mehr so den Einzelnen im Fokus gehabt. Das ist ja ein ganz wichtiger Beratungsteil bei mir in der Praxis, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie werden von ihren Problemen erdrückt. Und dieses Buch soll so auch ein wenig augenzwinkernd einfach mal darstellen, dass Probleme in irgendeiner Form natürlich auch eine Auszeichnung sind und dass unser Gehirn diese Probleme wirklich auch braucht. Denn der gegenteilige Zustand, den kennen ja auch viele, die Langeweile ist ja auch etwas, was wir uns nicht unbedingt wünschen. Und ich versuche in diesem Buch ein wenig eine Art Gleichgewicht wieder herzustellen, dass wir uns über bestimmte Dinge auch durchaus freuen können. Ich finde diesen Bereich Dankbarkeit sehr, sehr wichtig, dass wir uns wirklich überlegen, was bedeuten denn bestimmte Probleme für uns? Also wenn ich jetzt beispielsweise an meine beiden Kinder denke, 4 und 6 Jahre, die jetzt nicht in der Kita sind, die drüben sind und dort spielen und ich gehe gleich wieder zu denen rüber, dann ist das natürlich auf der einen Seite ein Problem für mich, weil wenn da 2 Kinder am Gange sind, herrscht überall Chaos, ich finde meine Sachen nicht so wieder, die wollen bespaßt werden, wie man so schön sagt und so weiter und so fort. Aber wenn ich da einen Schritt mal zurücktrete, dann habe ich mir dieses Problem ja sehr freiwillig ausgesucht und es ist einfach eine Auszeichnung, ein großes Glück, eine Familie haben zu dürfen. Und die vielen Momente, die dann wieder schön sind, die entschädigen einen auch dafür. Die sieht man nur in dem Moment nicht. Und Dankbarkeit, Achtsamkeit kann uns da helfen, genau diesen Aspekt wieder in diese Situation zurückzubringen. Und das wirkt sehr stark deeskalierend. Denn es ist natürlich ein ganz großer Unterschied, wie ich dann selber wieder reagiere. Wenn ich angenervt bin und auf eine solche Situation aggressiv reagiere, dann spiegelt sich das wieder. Und es gibt da nichts Wirkverstärkendes als kleine Kinder, die nehmen diese Emotionen sofort auf und man ist mit denen sofort wieder konfrontiert. Also es ist ein wunderbares Übungsfeld und es ist für alle Beteiligten, jetzt auch für die ganze Familie bei uns, eine besondere Situation, weil wir uns halt jetzt auch nochmal als Familie nochmal intensiver kennenlernen. Ja, viele von uns haben ja im Moment viel Zeit, manche sehr viel mehr, als sie haben möchten, die jetzt nicht ihrem Beruf nachgehen können. Vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, Dinge mal zu tun, zu denen man bisher nicht gekommen ist, sei das den Schrank aufzuräumen, sei das mal wieder Telefon oder Skype oder anderweitige, nicht direkt persönliche Kontakte mit Freunden, mit Verwandten oder auch mal wieder ein gutes Buch zu lesen, wie zum Beispiel das Buch über die Probleme von dir. Warum nicht die Zeit mal so positiv nutzen? Ja,
Lieber Franz, das Interview hat doch sehr, sehr viel länger gedauert, als wir uns das gedacht haben. Aber ich denke, es war wichtig, nochmal einige wichtige Dinge rüberzubringen. Hast du vielleicht ganz zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges, einen ganz kleinen, konkreten Tipp, den du geben möchtest? Oder möchtest du nochmal eine Zusammenfassung von all dem abgeben? Dann wäre ich dir dafür sehr dankbar. Also mein Tipp ist der, dass wir vielleicht die Zeit auch nutzen, um uns mal mit unseren Gefühlen zu beschäftigen, dass wir versuchen, die nicht einfach nur zur Seite zu drängen, zu betäuben, indem wir nur noch streamen oder irgendwelche Filme gucken, sondern uns wirklich beschäftigen, mit unseren Mitmenschen auch beschäftigen und vielleicht in einer Haltung von Neugier das Ganze machen. Die gelbe Emotion, die ich da vorgestellt habe, die Vision, das zugehörige Gefühl ist im Wesentlichen diese Neugier. Und das ist meines Erachtens die günstigste Art und Weise, mit so einer Situation umzugehen. Neugier erlaubt mir, einfach zu schauen, was ist angemessen vielleicht zu reagieren. Und das Ganze immer eher mit der Tendenz hin zur Freude als zur Aufmerksamkeit oder Angst. Also das wäre das, was ich allen wünschen würde. Sind wir alle mal gespannt, wie es weitergeht und schauen, dass das Beste so dann raus wird. Ja, prima, lieber Franz. Das war doch ein schönes Schlusswort. Und ich denke, mit diesem Statement können wir uns von unseren Zuschauern verabschieden. Ich denke, Humor, Freude, Hoffnung, Neugier, Achtsamkeit, Dankbarkeit, all das sind positive Emotionen, mit denen wir eine solche Krise sehr, sehr viel besser überwinden können. Ich wünsche dir und deiner Familie, lieber Franz, alles Gute für die nächsten Wochen und Monate, uns allen auch. Und bitte bleiben Sie gesund. Auch dir, Volker, und allen Zuhörern alles Gute.